Ja, Leute, da wären wir wieder endlich jetzt zu einer neuen Folge von Sparks Kanalgeschichte und ich habe echt gerade die Schnauze schon wieder voll, weil ich eine halbe Stunde warten musste, bis ich runtergescrollt habe zu dieser Stelle und Chrome hier komplett überlastet ist. Ich verstehe es nicht, warum das so übertrieben ist. Wahrscheinlich hätte ich es mit Firefox probieren sollen, denn ich habe den Eindruck, dass das dann wenigstens immer klappt. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da genauso die Probleme hätte. Ja, nur ich habe eben bisher immer Chrome genommen und sonst hat es auch gepasst. Problem ist heute, dass ich im Hintergrund noch Minecraft offen habe. Und das, ja, habe ich gemacht, weil ich vor dieser Aufnahme noch ein paar Gameplays erspielt habe für Retro. Und danach will ich gleich auch noch Retro aufnehmen. Da wollte ich jetzt nicht Minecraft schließen, weil ich ja die Maße von dem Fenster jedes Mal manuell anpassen muss. Das nervt mich halt. So, aber jetzt musste ich hier eine halbe Stunde warten auf die Scheiße. Ja, da weiß ich beim nächsten Mal, wie ich es anders mache. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass das so schlimm wird. Und deswegen, ja, warum sollst du das auch ahnen, ne? Naja, jetzt sind wir endlich hier. Ich fange an. Ich hoffe, ich muss mich nicht mehr so lange drüber aufregen. Es kotzt mich aber wirklich an, wie ich jedes Mal, egal über welchen Weg, ja, egal was ich mache vorher, jedes Mal komme ich hier zuerst 23:30 Uhr oder so, frühestens, oder 23:50 Uhr. Immer so dieser Zeitrahmen. Weißt du, egal was ist, es ist immer gleich und man hat dann zwar jedes Mal einen anderen Zugang dahin, also andere Gründe, aber das Ergebnis ist das gleiche und das regt mich so auf, weil das so unnötig ist. Ich will nicht um diese Zeit erst aufnehmen. Ich will das endlich mal früher geschafft haben. Ich glaube, bei den letzten Malen, da habe ich es ja am Laptop gemacht, da war es anders, aber davor immer, wenn ich es ja am PC gemacht habe, war das eben so und das stört mich schon. Und zwar extrem. Aber ich würde sagen, ich rede darüber weiter in Retro, wenn überhaupt. Ich wollte es nur hier mal wieder loswerden, weil das mich wirklich stört an dieser Serie und es hat ja auch direkt eigentlich damit zu tun, was hier passiert. So, dann fangen wir mal an. Ach, ey, ich weiß schon wieder nicht, was das heute wird, nachher mit der anderen Aufnahme. Also, das ist mir schon wieder alles zu spät, wisst ihr. Ich kann gar nicht drüber nachdenken. Ich krieg gerade wirklich schon wieder Schnappatmung. Das riecht mich alles. Komm, egal, wir fangen. Ich rede gar nicht mehr weiter. Wir waren stehen geblieben bei Craftex 7. Hier Folge 30. Da ist mir damals aufgefallen, dass schon wieder viel Roleplay und so weiter passiert ist. Das hat ja die Staffel auch sehr ausgemacht. Zum Beispiel hier mit der Warze auch. Das war noch so ein großes Event. Ich glaube, das war auch schon die Zeit, als Trimix aufgehört hatte, das zu spielen. Der hat nämlich in Craftex 7 nur ziemlich kurz gezockt, also noch kürzer als in Craftex 8. Ich glaube, es wurde dann Jahr für Jahr immer ein bisschen länger, dass er aktiv war. Aber in Craftex 7 logischerweise war es eben, wenn man danach geht, noch die kürzeste Staffel, weil er da ja das erste Mal dabei war und ich glaube, er hatte auch zu dem Zeitpunkt schon irgendwie genug davon, weil er ja vorher mit Revi andere Projekte in Minecraft noch gemacht hat. Und keine Ahnung, hat er sich da vielleicht ein bisschen so gefühlt, als könnte er das eh nicht lernen oder was? Ich weiß nicht mal, was genau der Grund war. Vielleicht hat er auch einfach Langeweile bekommen, weil sein Projekt fertig war und er eben eins ausgesucht hat, was nicht so lange dauert. Ich weiß auch nicht, warum er immer an dieser oder dieser Logik folgt allgemein, dass er nur eine Sache bauen kann in einer Staffel und dann ist für ihn alles durch. Das war ja wirklich dann in Craftex 8 und 9 genauso. Craftex 10 habe ich noch nicht gesehen, das kann ich nicht beurteilen, aber wahrscheinlich ist es da auch wieder nach dem Schema gelaufen und ich empfinde das halt immer als ein bisschen komisch, denn man kann sich doch dann auch noch andere Aufgaben suchen oder eine eigene Base bauen. Ich meine, die bauen ja auch mal viele Farmen. Hier zum Beispiel reagiert auf OP-XP-Farmen und da hat er, glaube ich, dann auch selber immer eine gebaut und so weiter. Also, das hat mich damals eh überrascht, dass Trimax so als Minecraft-Anfänger schon ziemlich viele Farmen eigentlich
bauen wollte und gebaut hat auch. Also dafür, dass er so kurz das erst gespielt hat, war er da ganz schön gut unterwegs. Aber ja, ich guck mal hier, was ist denn da eigentlich los gewesen? Stegi killt Pferde. Okay, das wusste ich auch gar nicht mehr so. Aber mit dem scheint er öfter mal unterwegs gewesen zu sein, denn ich habe den Skin und den Namen schon mal irgendwo gelesen gerade. Aber ich weiß nicht mehr wo. Unendlich Dia-Schwerter, Werkzeuge für einen Emerald. Okay. Ja, ich weiß jetzt auch nicht mehr, was da der Content war. Aber wahrscheinlich auch wieder nur irgendwelches mit Villagern ewig hin und her. Das hat mich ja eher mal gestört. Aber was ich hier zum Beispiel gut finde, ist ja, dass andere Thumbnails genutzt wurden. Also noch mit so einem Rahmen. Und sowas ist immer erfrischend, meiner Meinung nach. Also, ja, vorher war auch nicht schlecht, ne, klar. Aber irgendwie hier, das hat sich dann auch wieder ein bisschen angefühlt wie 2018 mit diesen ganz farbigen Thumbnails. Also, ne, vor allem dieses Neonmäßige und keine Ahnung. Ich dachte auch, dass er das vielleicht bei anderen Projekten regelmäßig macht, aber ich glaube, er hat es nur bei CraftX 7 durchgezogen. Ja, genau, hier kamen dann wieder die. Aber trotzdem ist ja schon mal interessant, obwohl, warte mal, hat es gar nicht so lange gemacht, lol. Das fällt mir jetzt erst auf. Ich dachte, das ging dann bis zum Ende oder zumindest nochmal eine deutliche Zeit länger. Aber hier war dann einfach schon wieder Schluss. Und man merkt hier doch, dass er hier noch die Thumbnails selber gemacht hat. Nicht wie heute, wo ja immer irgendwas Krasses designt wird. Ich meine, gut, hier hat er auch mal selber so was anderes gemacht, nicht nur ein Screenshot, gell, das meinte ich vorher. Und ja, später machen aber dann die Leute, das werden wir dann auch noch sehen, entsprechend zur gegebenen Zeit, so richtig Animationen etc. jedes Mal. Und das ist übelst aufwendig. Da fand ich das hier irgendwie noch entspannter und sympathischer, weil ich ja selber auch auf so eine Art und Weise immer vorgehe, dass ich einfach irgendwas aus dem Video nehme, so ein Screenshot, ne, ganz einfach, und ja, es ist irgendwie eigentlich auch nicht schlecht. Also ich wüsste jetzt nicht unbedingt, warum man auf so andere jedes Mal zurückgreifen muss. Man kann das ja mal als Special machen zwischendurch für irgendwelche Videos, aber man muss doch nicht so fette Thumbnails jedes Mal machen für alle einzelnen Folgen. Keine Ahnung, finde ich dann immer ein bisschen überladen. Also, das soll doch irgendwie noch was Besonderes sein, ne? Und nicht alles bestimmen. Naja, große Stadtrundtour, alle Häuser Teil 1. Das ist auch immer interessant, ne? Da hat er mal wieder rumgeguckt und alles gezeigt, etc. Petrit wird gebannt, das war ja auch immer ein Spektakel, was da los war. Ich glaube, deswegen ist er dann auch ausgestiegen, weil er nach dem Bann irgendwie nicht mehr reingefunden hat ins Spiel oder wie das war. Und das war ein Hin und Her, richtige Eskalation. Es gab ja hier noch nicht so eine klare Regel oder noch mehr Chaos, auf jeden Fall als in CraftTech 8. Und deswegen haben Revi und Petrit sich immer aufs Übelste bekriegt und die halbe Stadt zerstört. Und da haben eben dann die anderen immer gesagt: Ja, das regt uns auf und wir wollen da nicht reingezogen werden. Deswegen sollen die das unter sich ausmachen. Und ja, da haben sie auch ein paar beschwert, gell? Die sind dann extra weit weggezogen. Ich glaube, der Items for Sacred war da auch noch dabei. Und der hat das zum Beispiel überhaupt nicht gefühlt, wie Petrit dann immer ausgerastet ist. Und deswegen gab es wahrscheinlich dann Beschwerden immer an Spark etc., der in CraftTech 8 gesagt hat: Okay, jeder muss eben zustimmen, der irgendwo beteiligt ist an Beef. Und nur wenn quasi es ein Okay gibt vorher, dann darf auch gesprengt werden oder so. Beziehungsweise dieser Roleplay-Modus aktiviert werden, wo sich das dann eben jedes Mal so hochschaukelt. Also, ja, irgendwas muss man da auch machen, aber viele haben dann eben das als zu streng bewertet und deswegen CraftTech 8 eher als Flop empfunden. Ja, ich wüsste auch nicht, wie man das lösen soll, ne? Vor allem bei der großen Truppe, wie dann auch die gegensätzlichen Interessen durchgesetzt werden oder beachtet und berücksichtigt, dass man einen Mittelweg für alle findet, ist schwierig, auf jeden Fall. Weil es gibt eben Leute, die mit Roleplay gar nicht anfangen können und andere definieren sich darüber oder machen das zumindest nebenbei immer mit.
und wollen vielleicht gar nicht drauf verzichten, weil sie das so gewohnt sind. Aber ja, keine Ahnung. Also, ich glaube, in Craftic 10 ist das jetzt schon besser gemacht. Da habe ich ja schon den Anfang mitgekriegt, aber auch noch nicht so viel. Deswegen mal sehen, wie sich's entwickelt, wie ich das später noch bewerten kann. Naja, jedenfalls hier gibt es jetzt nicht mehr so viel zu sagen. Da sind wir jetzt schon relativ lange gewesen. Gucken wir mal weiter. Bambusfarm hat er dann noch gebaut, diesen Ofen wieder. Ich weiß gar nicht mehr, der Keller, wie sah der eigentlich aus? Ach, das war dieser riesengroße, gell? Stimmt, mit den Leitungen dann, die er gelegt hat, diese Wasserströme überall. Fand ich auch interessant damals noch, weil es mir so vorkam, als würde er ein Modpack spielen. Und als hätte er es geschafft, in Vanilla Mods, Mod-Features umzusetzen. Und dadurch auch so ein gewisses Feeling aufkam, von wegen, okay, es gibt jetzt hier ganz neue Möglichkeiten wieder und irgendwie kann man Vanilla doch nochmal revolutionieren sozusagen. Und das fand ich dann irgendwie schon cool. Auf der anderen Seite bin ich ja aber auch immer nicht so ein Freund von zu viel Technik und zu viel Zeug in die Richtung. Also es muss dann schon noch ausgewogen sein. Aber naja, ich meine, so ein gewisses Maß ist man ja eh schon gewohnt gewesen aus den anderen Staffeln und deswegen fand ich das jetzt auch nicht als zu sehr drüber oder was weiß ich. Es war eben einfach eine Fortentwicklung, ne? Man merkt ja, Staffel für Staffel gibt es immer ein bisschen mehr oder ein bisschen ausgefeiltere Sachen, sage ich mal. Und deswegen ist das jetzt ja auch alles nicht so ungewöhnlich gewesen. Aber guck mal hier, Trimax war sogar an der Stelle noch dabei. Ich glaube aber, das war schon die Zeit, da ist er dann nur noch mal so seltener gejoint und nicht mehr regelmäßig von sich aus. Ich glaube, ja, um hier ein bisschen beim Roleplay oder so mitzumachen. Vielleicht auch beim End-Event dann später, gell? Enderdrachen-Troll? Ah, das war dann das Event, gell? Wahrscheinlich, wo es dann direkt einen Prank gab und ah, hier hat er dann nochmal eine Extra-Folge gemacht. Ich glaube, das gibt's heute auch nicht mehr. Heute ist das immer alles eins. Da wird dann End-Event gemacht, dann direkt schnell Zusammenschnitt von irgendwelchen Highlights im zweiten End und dann war's das schon. Und hier gab's eben noch richtig eine Extra-Folge dazu, vor allem auch so lang wieder. Das ist ja dann natürlich nicht so geil, aber ja, ich finde es immer ganz cool, wenn das nochmal so ein bisschen extra stattfindet als Video. Vielleicht auch als Talk-Format, weißt du, mit ein paar Themen nebenbei, wenn man da am Farmen ist. Das mag ich ganz gerne. Und ich finde auch hier, wenn wir das uns mal alles angucken, da kommen viel zu wenig Themenfolgen vor. Also das muss man wirklich sagen, dass das mal wieder ja sehr viel mehr in den Vordergrund gestellt gehört. Denn es wäre doch eigentlich übelst interessant, wenn wirklich, sagen wir mal, jede zweite oder dritte Folge so eine Themenfolge wäre, weißt du, wo er nur nebenbei irgendwas macht. Und da gibt es ja auch viele Möglichkeiten. Da kann man ja nicht nur irgendwas abbauen oder so, sondern teilweise auch, ja, was weiß ich, irgendwo rumlaufen zur Not oder eine andere Möglichkeit finden, um sich zu beschäftigen. Es gibt ja verschiedene Dinge, wo man sich nicht so konzentrieren muss und das ginge dann schon klar, aber oftmals wird sowas eben nicht genutzt oder kommt es gar nicht zu der Überlegung und das finde ich schon schade, denn man sollte das Potenzial nicht unbedingt immer liegen lassen, was mit solchen Folgen einhergeht, denn es hatte schon Unterhaltungswert, finde ich, und er soll das nicht immer nur auf den Stream auslagern oder so. Ja, also in anderen Projekten hat man es jetzt schon wieder ein bisschen gemerkt, dass er mehr in die Richtung gegangen ist, aber auch nicht so ganz. Also es war dann nur mal zwischendurch stellenweise. Und das fand ich dann schon immer ganz gut, eine positive Entwicklung. Aber es sollte auch wieder ja regelmäßiger kommen irgendwie, finde ich. Denn ich glaube, viele vermissen sowas. Früher gab es ja wirklich in seinem Singleplay-Let's Play in jeder Folge sowas und das war irgendwie genial, dieses Konzept. Es gab ja dann auch ein bisschen von diesem Podcast immer, den er gemacht hat, werden wir später auch noch sehen. Da gehe ich bestimmt auch ähnlich nochmal drauf ein wie jetzt und
Das würde ich mir echt mal wünschen. Genau. Ansonsten, der halbe Wald brennt ab. Okay, das kenne ich gar nicht mehr. Ah, da haben die, stimmt, diese Woodland-Menschen abgezündet oder angezündet. Ich weiß auch nicht, warum diese Tradition entstanden ist. Gibt es da irgendwelche Vorteile? Ja, wahrscheinlich, damit sie die Kisten alle finden. Das war immer der Grund. Und das haben sie dann in der Staffel und in noch einer anderen gemacht. Entweder in der sechsten oder in der achten Staffel. Naja, jedenfalls hier Drachen-Eye-Prank an Stegi. Ich verbrenne es. Ah, stimmt, das gab's auch noch. Mit diesem fetten Drachen da vor allem. Ah, und hier dann direkt irgendein Geschenk als Entschuldigung oder so. Aber der hat das ja nicht wirklich verbrannt. Ah, stimmt, die konnten die halt eh duplizieren. Das war dann die Auflösung davon. Und Zuckerrohr Farm, stylistisch. Ach, da hat er die nochmal ein bisschen besser gebaut und da gab es irgendwie auch immer Probleme. Die hat er mehrmals umbauen müssen. Ach, hier, so viele Dracheneier und überall verteilt auch. Nicht schlecht. Und dann aber ist irgendwas fehlgeschlagen. Okay, ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Ich lese einfach nur. Aber hier kam auch nochmal so ein PvP-Snapshot-Update. Das war auch interessant, denn ich fand das irgendwie immer ganz cool, mir im Sommer 2019 diese Videos anzugucken dazu. Da gab es nämlich mehrere, wie wir ja mal festgestellt haben in den letzten Folgen. Ich glaube, die kamen auch relativ nah beieinander. Also da lag gar nicht so viel Zeit immer dazwischen und hier eben schon ein bisschen mehr. Da gab es endlich mal sozusagen ein Update nach längerer Zeit. Das war dann schon erfrischend oder auf jeden Fall eine News wert sozusagen. Und ja, was soll ich noch erwähnen, großartig? Also wir haben es ja hier zu tun mit Illager Dungeon plündern. Ah, da haben sie dann in derselben Staffel sogar noch eins abgebrannt. Okay, auch nicht schlecht. Hier dann wieder mal Hypixel Skyblock wegen Weihnachtsupdate oder Winter. Dann Dupliziermaschine. Warte mal, hat er die dann erst gezeigt? Wahrscheinlich vorher hat er da nur die Ergebnisse gezeigt, immer, weißt du, dass er die dupliziert hat. Und hier hat er erst aufgelöst, wie das funktioniert. Ich glaube, so war das. Und, ah, hier, da gab es mal so eine Themenfolge mit Trimax, YouTube-Arbeit, Julian Bam und Weihnachten. Das ist mal so richtig was, was ich mir öfter vorstellen würde. Und das ist nämlich so gewesen, als er dann öfter mal immer mit anderen Leuten aufgenommen hat, zum Beispiel auch hier wieder, ne, war der nächste Teil, da kam es dann zu solchen Themenfolgen und man merkt, dass er auch immer mal dazu neigt, wenn er mit anderen gerade im Call ist und es sich irgendwie ergibt. Also da funktioniert das noch, aber es ist eben schade, dass er es alleine nicht mehr so hinkriegt. Das muss man dann schon nochmal sagen. Außer er ist mal in so einem Podcast oder im Stream halt allgemein, aber da kriegt man es ja nicht mit auf YouTube. Und ich verfolge ja nur YouTube. Jedenfalls, was wollte ich noch sagen? Also, das ist mir schon seit der Zeit aufgefallen, als er mehrfach auch Livestream-Ausschnitte und vor allem viel mit anderen so hochgeladen hat. Das hat, glaube ich, in Staffel 6 so ein bisschen mehr Fahrt gewonnen oder. Wie kann man das jetzt ausdrücken? Also ihr wisst, was ich meine, ne? In Staffel 5 war das zum Beispiel noch nicht so stark der Fall. Staffel 4 schon vielleicht wegen des Roleplays natürlich. Da hat er sich immer mal mit eingeschaltet, aber da war jetzt sonst abseits irgendwie, was Survival-Sachen angeht und so, auch nicht viel los mit den Leuten. Und deswegen war es in Staffel 6 dann schon eine Neuheit, mehr oder weniger. Aber natürlich auch in Staffel 7, weil wirklich das dann auch so ein Ding war, was jede Staffel mehr geworden ist, gefühlt. Zumindest bis zu einer bestimmten Staffel dann, weil es seitdem jetzt gleich geblieben ist. Aber ihr wisst, was ich meine. Also es ist auch wieder so ein Ding, was sich gesteigert hat mit der Zeit und das sieht man eben auch wieder die Entwicklungen, wie sie so stattgefunden haben. Und was haben wir hier? Unraid. Da kam ja nach Ewigkeiten auch mal wieder ein Teil. Das gab es ja echt lange nicht zwischendurch. Vor allem hier dann eh das nächste Comeback, 5 Dinge. Also da hat man gemerkt, da wollte auf jeden Fall wieder abseits von Craft Attack auch mehr hochladen und nicht alles vernachlässigen. Finde ich auf jeden Fall mal cool.
Und Alter, hier gab es ja noch eine Themenfolge. Das ist ja geil. Da gab es ja sogar viel, viel mehr, als ich jetzt noch auf dem Schirm hatte. Aber ja, sowas mag ich immer, wie gesagt. Ansonsten, also so stelle ich mir das auch übrigens vor, wenn er das immer so machen würde. Das wäre echt genial. Mal sehen, ob es vielleicht irgendwann klappt noch. Aber ich verabschiede mich jetzt erstmal. Danke fürs Zusehen und tschüss.